So, was soll ich sagen? Die Zeit ist fast um. Ich war jetzt 3 Monate hier in Berkeley Vale, in der Wombat Street, in New South Wales, in der Nähe von Sydney. War eine super coole Zeit. Ich habe super viele neue Sachen kennengelernt, nette Leute kennengelernt, viel Englisch gesprochen und ich würde sagen, war eigentlich ein voller Erfolg. Und ja, jetzt kommt noch ein Abschlussvideo, was aber ein bisschen anders sein wird als die anderen Videos, weil ich jetzt mehr so verschiedenste Sachen erkläre, die ich hier so in der Zeit erlebt habe. Und wenn du schnell gelangweilt bist, ist das Video wahrscheinlich nichts für dich. Aber wenn du irgendwie interessiert daran bist, wie hier so gewisse Sachen ablaufen, dann ist das vielleicht ganz interessant für dich. Viel Spaß. Da ich ja kein Kochverächter bin, wollte ich natürlich auch Biere kennenlernen und habe deswegen versucht, möglichst viele Flaschen zu fotografieren von Bieren, die ich getrunken habe, um so ein bisschen mitzuhalten. Und ja, die kommen dann jetzt. Das wäre zum Beispiel Growers Summer Ale, Great Northern Lager, 150 Lashes Pale Ale, Peroni, Cricketers Arms Pale Ale, John Boston Pale Ale, Pirate Life Throwback IPA, Fat Yak Pale Ale, Cooper Sparkling Ale, White Rabbit Ale, Great Barrier Beer, Wahoo Summer Lager, Kirin Megumi, Pure Blonde Lager, Holland Import natürlich, darf nicht fehlen, All Hands IPA und Crown Lager. So, und kaufen tut man das Ganze dann in der Regel in einem Bottle Shop, das sieht man hier, neben dem Woolworth direkt, ist von der eigenen, sozusagen die eigene Kette ist BWS. Und man muss ja ähnlich wie in Amerika eben speziell für den Alkohol oder auch Zigaretten muss man eben aus dem Supermarkt immer raus. Also es gibt nicht in den gleichen Regalen wie andere Lebensmittel eben auch Alkohol. Das ist eben strikt getrennt und deswegen muss man dann immer nochmal zu einem Bottle Shop laufen. Das Coole ist, es gibt eigentlich jedes Bier. Hier ist ein Video von einem Getränkesupermarkt. Es gibt jedes Bier, was man irgendwo mal gehört oder auch eben nicht gehört oder gesehen hat. Es gab auch zig deutsche Biere und ja, das war schon faszinierend. Also die Auswahl ist einfach absolut überwältigend, auch was die Geschmäcker angeht. Nur da hört der ganze Spaß dann auch schon auf, weil leider Gottes, hier ist mal ein Foto von der Internetseite von dem Supermarkt, kostet eben einen Kasten. Ja, von einem typischen Bier hier kostet $46,90 und das sind umgerechnet eben 30 Euro. Also für einen Kasten Bier 30 Euro, dann überlegt man sich halt eben gut, ob man noch ein Bier trinken will oder nicht. Oder man muss eben ganz schön tief in die Tasche greifen. Und wenn man die Flaschen dann leer getrunken hat, dann muss man die neuerdings auch wegbringen, da es, seitdem ich hier bin ungefähr, seit Januar glaube ich, gibt es jetzt auch hier Flaschenpfand. Also auf Einwegflaschen, Mehrwegflaschen gibt es hier nicht. Und dazu muss man eben zu diesen Reverse Vending Machines laufen, also ähnlich wie bei uns. Die stehen aber hier dann eher auf Parkplätzen. Einzig coole ist, man kann auch sich das an PayPal zurücküberweisen lassen und muss eben nicht zwangsläufig in den Supermarkt reinrennen, um das Geld dann da zurückzubekommen. So, was Essen angeht, ist auf jeden Fall Fleisch wesentlich günstiger als bei uns. Oder sagen wir mal so, man kriegt fürs gleiche Geld eine bessere Qualität. Und dementsprechend habe ich dann auch mich da im Barbecue Langzeitgaren so ein bisschen ausgetobt, das war echt cool. Was Gewürze angeht, ist es schon eher ein bisschen asiatisch geprägt, neben den Standards. Leider fehlte mir zum Beispiel ein Standard, das war Kümmel. Den mögen zwar viele eh nicht, aber ich hätte den gern gehabt, den gab es eben in Australien, habe ich den so gar nicht gefunden. Eine andere uncoole Sache ist, Bacon sieht hier so aus. Der ist eher gepökelt, würde ich mal sagen. Also es ist nicht so wie der American Bacon, den man bei uns so kennt. Das war ein bisschen schade. Und ja, hier sieht man noch einen etwas nicht so ganz ansehnlichen Meat Pie. Da habe ich schon ein paar Mal reingebissen. Aber das ist eben so eine klassische australische Sache hier. Meat Pies mit verschiedenen Fleischfüllungen. Und das ist richtig lecker, kann man sagen. Was eben ansonsten noch ganz cool ist, ist zum Beispiel, dass es hier kleine Sandwich-Größen in Thunfischdosen gibt, das ist ganz praktisch. Also die sind dann mit verschiedenen Geschmäckern eben, reichen dann eben für ein großes Sandwich aus. Da muss man eben nicht immer direkt eine Riesenbüchse aufmachen, wenn man sich irgendwie so ein Thunfisch-Sandwich machen will, fand ich ganz cool.
Ja, Barbecue-Soße ist ein ganz großes Thema hier. Also eigentlich ist hier überall jeder immer Barbecue-Soße. Also so wie es vielleicht woanders in Amerika zum Beispiel der Heinz-Ketchup ist oder bei uns, ich weiß gar nicht, die Mayonnaise vielleicht wäre. So ist es hier auf jeden Fall Barbecue-Soße und diese hier, die ihr da seht, das ist beste. Die war lecker. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zu so einem Thema. Das ist Vegemite. Das ist ein australisches Produkt. Das gibt es eben wirklich, glaube ich, auch sonst nirgendwo anders. Ich kannte es vorher auch gar nicht. Das ist schwer zu sagen, also es ist fast ungenießbar. Also Britta isst es ab und zu ganz gern. Viele Australier kennen es auch. Also ihre Kindheit, das ist so Vegemite Toast, das gibt, oder mit Käse noch, das gehört schon irgendwie dazu zum, ja, keine Ahnung, erwachsen werden. Nein, weil nicht. Auf jeden Fall, es ist eine komische Masse, schmeckt wie schlecht gewordenes, reduziertes Maggi. Und leider Gottes war das gar nicht mein Fall. Das, was man hier sieht, ist ein Pavlova oder meine erste Version des Pavlova. Ich kannte es vorher nicht. Das ist hier so eine typische Tochter. Die besteht eigentlich nur aus zwei dicken Schichten Baiser, also so weich gehaltenem Baiser. Und dazwischen, drumherum, obendrauf kommt sehr viel Sahne. Und dann wird das eben das Ganze noch mit Früchten dekoriert und wenn man will, auch noch mit Vanillesoße übergossen. Und das war schon ziemlich cool. Das werde ich bei uns auf jeden Fall nochmal machen. Und das wird hier eben typischerweise zu Weihnachten gibt es das hier. Damit wären wir auch schon beim Thema Weihnachten. Da wir hier in der südlichen Hemisphäre sind, sind die Jahreszeiten hier alle ein bisschen verdreht. Das heißt, hier ist eben Hochsommer zur Weihnachtszeit oder der Sommer startet zur Weihnachtszeit. Und das ist natürlich eh schon dann für einen Europäer eine große Umstellung. Was hier aber noch extremer ist, ist eben, dass es eben sehr amerikanisch alles ist, was mir persönlich nicht so gut gefallen hat. Das heißt, wie man hier sieht, da werden eben diese typischen Weihnachtsmann-Fotos gemacht und alles ist eher ein bisschen kitschig und leider Gottes sind es natürlich auch Plastik-Weihnachtsbäume, weil es hier keine Tannen gibt auf dem Kontinent. Und das ist aber noch das kleinste Problem an der ganzen Sache. Und da es eben hier sehr heiß ist, hängen die meisten Leute eben eher, also grillen eben, sitzen draußen im Schatten und relaxen eben zusammen und essen viel. Das ist ja ungefähr das gleiche wie bei uns, nur eben kommt irgendwie, für mich fehlte eben schon noch diese richtige Weihnachtsstimmung. Aber das liegt wahrscheinlich hauptsächlich am Wetter und vielleicht auch, dass ich eben zwar war Sarah eben hier, aber dass ich sonst eben nicht im gewohnten Umfeld zu Weihnachten war. So, hier sieht man jetzt einen typischen Hausanschluss. Das ist wahrscheinlich interessant für Backes und Daniel und Lenny vielleicht. Die ganzen Elektriker in meinem Freundeskreis. Aber man kennt ja nun mal so Hausanschlüsse aus Belgien vielleicht oder so. Und die sind eben hier auch so. Das ist alles Oberleitung. Und jetzt sieht eben alles so ein bisschen gebastelt aus, nennen wir es mal nett. Und das ist natürlich schon eine andere Nummer als jetzt bei uns zum Beispiel. Das bedeutet eben auch, wenn starke Stürme hier sind oder ähnliches und Bäume umkippen, dann kippen die natürlich gerne auch auf Leitungen. Das heißt, dann hat man auch schon mal keinen Strom oder kein Internet, Telefon und sowas. Und das sind eben so Sachen, die sind natürlich schon bei uns etwas angenehmer. Dann haben wir direkt auch den nächsten Fall. Das hier ist ein Lichtschalter und wie man sieht, irgendwie ist der Knopf ziemlich klein. Ist auch nicht ganz so praktisch. Was wiederum ziemlich cool sind die Steckdosen. Die erinnern ein bisschen an den amerikanischen, sind nur so ein bisschen gedreht. Was eben nicht schlecht ist, dass die hier eben kleine Schalter meistens über den Dosen direkt haben und so kann man eben direkt die Geräte auch daran ein- und ausschalten. So, beim Thema Autos. Ich bin weder ein Rennfahrer noch kenne ich mich gut aus mit Autos schrauben. Ich mag Autos trotzdem und deswegen kommt jetzt hier noch ein Teil speziell auf Autos und Verkehr, weil da eben auch so einige Sachen sind, die hier anders laufen. Zum einen eben für alle, die eben ihr Nummernschild der Wagenfarbe anpassen wollen, darf man zum Beispiel hier mit dem Nummernschild so gut wie alles machen, was man will. Eben wie hier auch zu sehen, schön schwarz-rot, das eben ans Auto anpassen. Das sieht natürlich dann auch direkt ziemlich cool aus. Eine andere lustige Sache ist eben dann, je nachdem, was man mit dem Buchstaben so alles anstellen will. Hier dachte sich ja so einer, hey, ich finde Dracula cool. Ich nenne mein Auto jetzt Dracula. Muss man nicht mögen, aber da gibt es ja zig Varianten. Ja, und als nächstes sehen wir hier so ein, das ist so das typische Tuning-Objekt. Das ist ein Holden V6 oder V8, je nachdem.
und eben Pickup, und der wird eben hier am liebsten getuned und ist generell eben ja ein weit verbreitetes Auto hier. Also Holden ist ja im Endeffekt Opel und es lebt eben hier in Australien weiter, nur eben mit größeren Motoren. Und ja, dieses Pickup-Modell kommt, sieht man dann eben hier auch nochmal. Das ist dann ein Ute, also oder genauer gesagt ein Auto für Tradies. Ute heißt es im Endeffekt Utility Vehicle und Tradies sind eben die Tradesmen, also Arbeiter, also Handwerker. Und die fahren eben hier anstatt mit Sprintern mit solchen Pritschenwagen durch die Gegend. Und das ist eben so das typische Bild hier auch auf den Autobahnen, dass sie eben die ganzen, die in die Stadt pendeln, dann die ganzen Handwerker, die fahren eben dann mit solchen Kisten durch die Gegend. Das war wohl wahrscheinlich das Faszinierendste überhaupt, was ich so zu Verkehr gelernt habe. Und das sind diese, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie man sie hier nennt. Das sieht ein bisschen aus wie bei der Formel 1, so Lollipop. Das ist also ein Stoppschild oder Slow oder eine Geschwindigkeit. Und die werden eben an Baustellen eben nicht hingestellt, sondern festgehalten. Der Typ hier macht zwar gerade Pause, deswegen war ich nicht perfekt im Beispiel, aber die stehen dann tatsächlich an Baustellen und dienen zum Beispiel als Baustellenampel oder eben um irgendwie die Leute darauf hinzuweisen, dass sie langsamer fahren müssen. Und ich habe mir eben sagen lassen, dass das ein sehr gut bezahlter Beruf hier ist. Also so ein bisschen fast wie verbeamtet ist man da, also man arbeitet für die Stadt und soll wohl ganz gutes Geld bringen. Das ist natürlich faszinierend, das hat man bei uns so noch nie gesehen. So, und die Geschwindigkeit in Australien ist in der Regel ein Maximum von 110 km/h. Haben eben zum Glück das metrische System hier, deswegen km/h, das ist ganz praktisch. Dann gibt es noch die School Zones, das gibt es bei uns eben so auch gar nicht. Bei uns gibt es schon mal 30er-Zonen vor Schulen. Hier läuft es eben ein bisschen anders, dass eben direkt, wie man auf dem Schild sieht, dann da steht, von welcher bis zu welchen Uhrzeit eben diese Geschwindigkeit zählt. Und die zählt eben auch nur an Schultagen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Regelung, weil ja auch dann keine Gefahr besteht, wenn keine Schule ist, weil dann eben auch keine Kinder da rumlaufen. Ja, und tatsächlich gibt es auch ein paar Flecken mitten im Land, aber dann wohl, wo man dann wie hier, die meisten kennen von uns, Deutsche kennen ja diese Art von Schild, das ist eben das Aufhebungsschild und dann darf man hier eben so ähnlich wie bei uns auf der Autobahn so schnell fahren, wie die Umstände es erlauben. Das sind aber dann so gerade Straßen, wo auch diese Roadtrains lang ballern und da trifft man eben wenig bis gar nichts auf der Strecke. Hier sieht man einen australischen Polizisten, der eben eine Laserkanone in der Hand hält, um Leute zu blitzen, Geschwindigkeit zu kontrollieren. Erstmal nichts Unnormales, kennt man bei uns ja auch. Nur das Problem dabei ist eben, dass es hier schweineteuer ist, also eigentlich sogar noch teurer als in Holland. Da bist du schnell mal 400, 500 Dollar los, wenn du 20 km/h zu schnell fährst. Oder 30, ich weiß nicht genau. Was aber noch viel krasser ist, sind die Double Merits. Also das konnte ich gar nicht glauben, als ich es hörte. Das ist an Feiertagen, wenn ich es richtig verstanden habe, werden alle Bußgelder oder Strafen verdoppelt. Die sagen sich einfach, ja gut, da sind ja viele, die vielleicht dann besoffen durch die Gegend fahren oder mehr Anreiz haben zu trinken, also eben an Feiertagen oder in den langen Ferien, Sommerferien, und dann erhöhen die einfach mal komplett den Bußgeldkatalog ums Doppelte. Das ist natürlich eine harte Nummer und da willst du nur wirklich gar nicht reingeraten. Dann bist du direkt ein Tausi quitt, wenn du mal irgendwo zu schnell gefahren bist. So, und als nächstes kommen wir dann zu den L- und P-Plates. Das ist auch eine Sache, die es, glaube ich, nur hier in Australien gibt. Es gibt keinen Führerschein, das ist typisch Amerika. Du kannst eben mit jedem das lernen, musst eben dann am Ende irgendwie eine Prüfung ablegen und dann ja, hast du eben den Führerschein. Während du lernst, musst du eben ein Schild auf dein Auto kleben mit diesem L drauf. Das bedeutet, dass eben ein Lerner das Auto fährt. Du darfst nicht schneller als 90 fahren. Und danach, wenn du diese Prüfung bestanden hast, dann kriegst du die rote P-Plate. Dann darfst du immer noch nur 90, aber eben alleine fahren. Und 0,0 Promille Alkohol, also bei allen Plates. Dann musst du wieder eine Prüfung machen und dann darfst du die grüne P-Plate fahren. Dann darfst du 100 fahren. Und immer noch keinen Alkohol trinken und danach machst du nochmal eine Prüfung und dann kannst du das Schild entfernen, dann hast du sozusagen den richtigen, vollwertigen Führerschein. Jetzt fragt sich bestimmt, was macht denn dieser schöne Frauenpöppis da im Bild, aber um den geht es hier eben überhaupt nicht, deswegen zack, zensieren wir den mal.
Es geht um dieses Kleidungsstück, nämlich Thong genannt, zumindest in Amerika oder vielleicht auch in Großbritannien. Doch in Australien heißt es ein bisschen was anderes. Thong oder die Mehrzahl Thong sind hier nämlich einfach Flipflops. Also in Australien wird dich wahrscheinlich auslachen, wenn du sagst, ich hole noch meine Flipflops und eben nicht dann deine Thongs. Und wer weiß, vielleicht hat dir dann Cisco auch dann über was anderes gesungen. Me see that thong.